Letzte Woche war es klein und besinnlich. Also heute groß und gefühlslos? Ne. Für den letzten Stream in diesem Semester haben wir uns wieder eine kleine Premiere ins Studio geholt. Die Band Corban. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Der Niklas Zierer jetzt am Schlagzeug. Der Joel Hernandez Waber am Bass. Der Leandro Hernandez Waber an den Keys und am Klavier und am Synth. Die Sophia am Altsaxophon und die Nadja Wretzka am Gesang. Viel Spaß. Thank you.
Till the wind in my brain, a feeling rhythm tin through the leaves. I listen to the earth breathing. Just see my eyes falling down, rolling on the ground through the leaves. Listen to the earth breathing, breathing. Cloudish thoughts are moving on, teardrops wet to ground, stone flow watered, strangely watered, sonic tree lights moving on, red hand stroke the ground, thirsty thoughts are lately watered, just feel closing my mouth. Listen to the earth breathing. Just lose control, gazing back behind through the leaves. Listen to the earth breathing, breathing. I'm not the only one.
singing from above. That through the leaves, listen to the earth breathing. Just lose control, gazing back behind. Through the leaves, listen to the earth breathing.
Ja, das war One Day, Korban. Und ich freue mich jetzt, dass die Nadja bei mir ist. Hey Nadja. Hey. Auf jeden Fall. Das war, na gut, habe ich schon gerade gesagt im Titel. Worum ging es denn in dem Song? Weil du hattest jetzt keine Lyrics gesungen, wie bei den Songs davor. Na, wieso ist die falsche Frage. Aber erstmal, worum ging es in dem Song? Ja, ich hatte die erste Idee zu dem Song tatsächlich schon vor ein paar Jahren. Bei mir ist es öfter so, dass ich irgendwo sehr oft auf dem Fahrrad zum Beispiel oder im Zug oder auf dem Weg irgendwo hin irgendeine Idee habe und dann mache ich schnell eine Memo auf dem Handy oder ich schreibe es mir auf irgendeinen Zettel oder ein Notizbuch. Also ich habe bestimmt hunderte von irgendwelchen Mini-Schnipseln in jeglichen Geräten und Schnipseln. Und meistens bleiben diese Schnipsel dann auch erstmal einfach da, wo sie sind. Und dann habe ich mir eben Ende, oder eigentlich letztes Jahr genau, habe ich den Schnipsel wieder gefunden von dem letzten Teil von dem Song. Und genau, es war irgendwie so, ach, irgendwann habe ich das mal gemacht, ewig her, und dann habe ich den so weiterentwickelt. Ja, ich hatte auch schon so eine Idee im Kopf, wie es klingen soll, und aber dann ist als ich den dann zur Band gebracht habe und man den dann so das erste Mal zusammen spielt und jeder bringt irgendwie so seins mit rein, das ist für mich eigentlich immer so dieser magische Moment, wenn es irgendwie so vom Papier und vom Kopf dann plötzlich wahr wird. Genau, endlich, dass man es hören kann, nicht nur in der Theorie. Also du gibst deinen Bandkollegen auch gern mal die Freiheit, du schreibst nicht alles aus, irgendwie Dan, Phil, das Voicing, also du gibst den Bandkollegen auf jeden Fall die Freiheit. Ja, also super verschieden tatsächlich, also gerade beim ersten Song war die erste Idee, habe ich im Piano geschrieben, also die Voicings ausgeschrieben, das heißt, da ist der Leandro relativ eingeschränkt in manchen Parts. Aber dann habe ich wieder andere Parts, die da stehen, ein paar Akkordsymbole dabei und da sind die total free zu spielen, wie sie es wollen. Gerade auch die Grooves haben Niklas und Joel auch gerade und auch eigentlich alle so zusammen modelliert und wir haben immer wieder geguckt, was passt. Ja, genau, also ich versuche auf jeden Fall Freiheiten zu lassen. Und manchmal aber bin ich dann auch so, okay, das will ich so haben. Ja klar, ich meine, da geht es auch so, die Balance vielleicht zu finden in der Probe. Was für eine Rolle spielen denn Vorbilder? Was sind ein paar Vorbilder, die du nennen könntest, textlich, aber auch musikalisch? Also ich mag total Esperanza Spalding zum Beispiel. Unter anderem, klar, wie sie singt, wie sie spielt, und auch, dass sie so viel Verschiedenes macht. Also ich mache einfach auch gern verschiedene Stilistiken und verschiedene Sachen und finde es total inspirierend, dass sie eben auch so viel verschiedene nice Sachen macht. Genau. Und sonst Erykah Badu finde ich auch echt cool. Till Brönner mag ich auch gerne. Snarky Puppy bin ich total Fan. Ja, noch viele andere, aber das waren jetzt mal so ein paar Namen. So ein bunter Mix auf jeden Fall. Du meinst gerade andere Sachen. Du bist ja, ich meine, muss ich jetzt nicht so tun, als wenn wir uns nicht kennen. Wir sind ja in einem A Cappella-Ensemble zusammen. Es sind auch, wie ich weiß, zwei Leute noch im Studio, die auch hier im Publikum. Und ich meine, das ist jetzt was ganz anderes. A Cappella, ich weiß, dass du noch mit dem Leandro im Duo spielst. Also du probierst gerne verschiedene Sachen aus, wie es aussieht. Auch dann eigene Sachen, oder ist das jetzt hier nur der Ort für eigene Sachen und da mit A Cappella mit uns jetzt erstmal verschiedene Arrangements checken? Wie ist da die Idee? Wo? Ja, tatsächlich ist Korban jetzt das erste Projekt für mich, wo ich ausschließlich Komposition von mir singe. Aber ich habe auf jeden Fall, also in anderen Projekten, also im Duo zum Beispiel, haben wir beide ein paar Eigenkompositionen und auch andere Sachen dabei.
Und ich hätte eigentlich schon auch Bock, auch in anderen Projekten hier und da mal was einzustreuen. Mhm. Aber ja, jetzt ist so das erste Mal mit alles Eigenes und ist schon auch was Besonderes, ja. Da du gerade den Namen Korban, ich habe, jetzt sprich ich es richtig aus, ne? Korban und nicht Korban. Doch, Korban. Okay, tja. Später habe ich nochmal die Gelegenheit. Was oder wie kommt der Name zustande? Das frage ich mich schon jetzt die letzten paar Tage. Erzähl mal. Am liebsten würde ich sagen, ist ein Geheimnis. Darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen. Okay. Okay, also wirkst du mich jetzt so ab. Gut, dann ist das wohl so. Dann habe ich aber zum Glück noch ein, zwei Fragen. Du bist ja hier schon so eine Veteranin an der Hochschule, du bist jetzt schon 5 Jahre hier und das Kapitel neigt sich so jetzt langsam dem Ende zu. Was würdest du so Revue passierend sagen, was waren so die schönsten Momente an der Hochschule? Ich nehme an, es hat dir viel gebracht, mhm. aber wahrscheinlich kannst du jetzt nicht alles nennen, aber ja, vielleicht so ein bisschen. Also auf jeden Fall das zusammen Musik machen. Also so, wenn ich einfach nur so ein paar Momente denke, ist auf jeden Fall irgendwo im Proberaum zusammenspielen, bei den Semesterabschlusskonzerten. Mhm. Aber auch total dieses irgendwo auf dem Gang mit einem Kaffee rumhängen mhm. und über irgendwas lachen. Also ich glaube an der Musikhochschule ist einfach das Coole, was wahrscheinlich bei fast allen Studiengängen ist, so ist. Man ist mit so vielen Leuten auf einem Haufen, mhm. die alle irgendwie ähnliche Sachen richtig nice finden. Und mhm. Ja, da lernt man auch. Und wie gesagt, die Kurse, klar, man lernt total viel, kriegt total viel Input. Aber das dann am Ende so richtig umzusetzen in der Musik und zusammen zu spielen, ist eigentlich das Coolste. Ah, schön. Ja. Eine letzte Frage, weil wir so eine kleine Rubrik hier haben. Du musst mir jetzt 3 Alben nennen, die du empfehlen könntest. Letztes Mal habe ich durchgehen lassen 3 Künstler, diesmal nicht. Also wenig, es müssen Alben sein. Du okay. hast ja gerade Esperanza Spalding schon genannt. Welches Album denn zum Beispiel da? Also 12 Little Spells von Esperanza. Oh ja. Cool. Von Till Brönner, da haben wir uns letztens sogar drüber unterhalten. Yeah. Das, Blue-Eyed Soul meinst du? Genau, Blue-Eyed ja. Soul. Ich musste immer an Bathtub denken, weil ein Song so heißt. und was sage ich noch? Liquid Spirit von Gregory Porter. Okay. Ist gekauft. Okay, habe ich den Test bestanden? Hast du bestanden, ja. Darfst auf jeden Fall noch zwei Songs spielen. Ich meine, nice. Dann darf ich den jetzt auf jeden Fall den nächsten Song schon mal ansagen. Das ist Silver Silk. Wie gesagt, 2 Songs sind noch und ich widme mich später nochmal. Ja. Rivers rolling with me.
everybody owns its own sky, that's what we admire. From afar we see the waves running higher and higher. If you just ignore them, you a truth denier. Mouth melodic muse, we are calling you now. Please, you can't refuse to bail us out. We are lost and confused, we are lined up and caged. We are always accused of not being enough. Please create a new space.
Reading my heart falling apart. That's a new start. Where am I? Don't know who and how to be. I try to get out of my way. Hearing my call, seek reactions in a circle round and round. Every day the same but different. How do I break out? Das war Corban mit Human Humor. So, muss ich nochmal spicken. Das war die letzte Sendung in diesem Semester. Also mir bleibt nicht viel übrig, außer Tschüss zu sagen. In der Zwischenzeit auf jeden Fall mal Social Media checken. Die anderen Streams sind ja auch alle online. Und ja, im April, Mitte April geht's weiter. Was genau, steht noch nicht fest. Steht ja noch auf der Website. Ansonsten Tschüss, bis April.